Die Industrie steht vor einer Revolution. Nahezu unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit hat sich etwas in der industriellen Produktion geändert. Zum ersten Mal wird Carbon in großem Stil in der Serienproduktion in der Autoindustrie eingesetzt. Und das hat Konsequenzen für unsere Zukunft. Carbon hat unglaubliche Eigenschaften. Warum die unsere Welt verändern werden, jetzt in Klicks um Science and Fiction. Hier im Deutschen Museum in München wird einem zum ersten Mal vor Augen geführt, was für ein unglaubliches Material Carbon eigentlich ist. In der Sonderausstellung Harter Stoff kann man noch bis zum 12. Juli 2015 sogar selbst damit experimentieren. Aber was macht Carbon so einzigartig? Angefangen hat alles auf unserem Kopf. Oder besser gesagt, Stoffe wie Carbon gibt es auch in der Natur und sind auch dort Materialien mit ganz besonderen Eigenschaften. Unsere Haare zum Beispiel. Wie Carbon sind sie ein Polymer, das heißt ein Material, das aus sehr großen, miteinander verketteten Molekülen besteht. Durch diese Besonderheit haben sie auch besondere Eigenschaften. Unsere Haare zum Beispiel sind extrem reißfest und stabil. Oder Zellulose zum Beispiel, Pflanzenfasern, sie ermöglichen überhaupt erst die stabilen Strukturen von Stängeln, Ästen oder Baumstämmen. Unglaublich viel, was in der Natur stabil ist, besteht aus Polymeren. Das hat sich die Chemie zunutze gemacht und von der Natur gelernt. Ein Ergebnis davon ist zum Beispiel Carbon. Grundstoff für die Herstellung ist Erdöl, aus dem das Polymer Polyacrylnitril, auch PAN, PAN genannt, gewonnen wird. PAN ist erstmal ein Polymer, aus dem Kunststofffasern wie zum Beispiel Dralon hergestellt werden. Und daraus werden zum Beispiel Pullover oder Kunstfelldecken gemacht. Für Carbon werden diese Fasern allerdings noch gebacken. Das heißt, 2 Stunden lang werden sie auf bis zu 300 Grad erhitzt. Dadurch gehen die Makromoleküle noch fester Verbindungen ein und bilden sogenannte Leitern, die super stabil sind. Aber es geht noch mehr. 800 bis 1500 Grad. Dabei würden die Fasern normalerweise verbrennen. Damit das nicht passiert, wird einfach Stickstoff in den Ofen gefüllt. Da kann dann nichts mehr brennen. Nach 2 Minuten bei diesen hohen Temperaturen sind die Leitern noch stabiler geworden und die Carbonfasern haben nahezu wundersame Eigenschaften bekommen. Carbon ist jetzt reißfester als Stahl oder Titan. Ein nur 2 mm dicker Faden ist mit menschlicher Kraft nicht mehr zu ziehen. Im nächsten Schritt wird Carbon zur nahezu eierlegenden Wollmilchsau. Werden die Fasern miteinander verwoben zu einem Gewebe und wird dieses Gewebe wiederum mit einem anderen Polymer wie zum Beispiel Epoxidharz getränkt, das dann aushärtet, entsteht ein Material, das nahezu unkaputtbar ist. CFK, carbonfaserverstärkter Kunststoff. Man kann sich das wie bei Beton vorstellen. Beton an sich ist ja schon ziemlich stabil. Lege ich aber Stahlmatten hinein und stabilisiere ihn damit, verändern sich seine Eigenschaften dramatisch. Er wird viel stabiler. Genauso funktioniert das mit Carbongewebe, jetzt mit Epoxidharz. Das Ergebnis ist ein unfasslich stabiles und jetzt kommt es, sensationell leichtes Material. Dieses Fahrrad kann ich mit einem Finger heben. Gigantisch ist das im Flugzeug- oder Raketenbau. Immer mehr Teile werden damit hergestellt, womit die Konstruktionen leichter und viel sparsamer werden, also weniger Brennstoff wird verbraucht. Und noch ein Schritt ist man weitergekommen. Vor ein paar Jahren war ich in der Technischen Hochschule in Aachen, der RWTH Aachen, wo versucht wurde, CFK in der Autoindustrie in der Serienproduktion einzusetzen. Bis dahin war das einfach unmöglich. Viel zu viel Handarbeit war nötig. Doch hier hat jetzt eine weitere Revolution stattgefunden. Der BMW i3 wird in Serie aus Carbon hergestellt. Es funktioniert. Es ist schon wahnsinnig, wie schnell sich unsere Welt verändert. Und es geht immer schneller. Was ansonsten alles noch für bahnbrechende Veränderungen passieren werden, erfahrt ihr in unserer neuen Rubrik Klicksum What's On mit Cedric. Hier geht es zum Beispiel darum, wie Drohnen unsere Welt verändern werden. Den Link zur Ausstellung findet ihr hier. Geht unbedingt hin, das Deutsche Museum kann man eigentlich immer besuchen. Es gibt immer was Neues zu entdecken. Und was wünscht ihr euch aus Carbon? Was soll in Zukunft aus CFK hergestellt werden? Diskutiert es in den Kommentaren. Die besten Ideen geben wir an die Ingenieure weiter. Es ist übrigens auch ein interessanter Beruf. Info dazu gibt es auch hier in der Ausstellung. Ansonsten würde ich mal sagen, bis dann. Bleibt dran.